Medien mit Weida. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Medien mit Weida. In meiner Hand befinden sich 40 Seiten Informationen, recherchiert, zusammengetragen und geschrieben von mindestens ebenso vielen Journalisten. Wer welchen Artikel geschrieben hat, ist relativ leicht zu erkennen. Woher derjenige seine Informationen hat oder welcher Artikel auf welchen Daten beruht, ist weit weniger leicht zu erkennen. Dabei ist das Wissen, woher eine Aussage kommt, extrem wichtig, um sie selbst bewerten zu können. Eben aus diesem Grund beschäftigt sich unsere heutige Sendung mit dem Thema journalistische Transparenz. Jeder Mensch ist täglich einer großen Informationsflut ausgesetzt, sei es aus Zeitungen, Zeitschriften, dem Radio, Fernsehen oder Online-Medien. Von überall erreichen den Rezipienten täglich Meldungen. Journalistische Transparenz bietet hier die Möglichkeit für den Leser, den Entstehungsprozess der Artikel und Beiträge nachvollziehbar zu machen. Dazu der Professor für Journalistik Klaus Meyer. Also journalistische Transparenz, da versteht man im Kern eigentlich darunter, dass sich Redaktionen gegenüber dem Publikum öffnen und über ihre eigene Arbeit sprechen. In der Praxis bedeutet das, dass der journalistische Prozess dem Nutzer geöffnet wird und er erfährt, auf welchen Quellen ein Artikel beruht und woher die Informationen kommen. Transparentes Arbeiten der Journalisten und Redaktionen wird oft über Rechercheblogs realisiert, die zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung oder dem Spiegel angeboten werden. Eine andere Möglichkeit bieten Social-Media-Plattformen. Wenn man sich als Redaktion auf Facebook oder Twitter einlässt, dann muss man letztlich transparenter agieren, als man das traditionell gewohnt ist, ohne diese Plattformen oder ohne Interaktivität und Partizipation im Internet. Aber es gibt auch andere Modelle, wo man halt keine sozialen Medien dann braucht, sondern wo man einfach nur versucht, von sich aus transparenter zu sein, wenn man zum Beispiel in einem Printartikel ganz offensiv auch schreibt, woher man die Informationen hat und nicht Quellen irgendwie verschleiert zum Beispiel. Informationen klar strukturiert für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das fordert vor allem Zeit und Personal der Redaktion. Allerdings ergeben sich, so der Journalist Sascha Venor, für diese durch Transparenz auch Vorteile. Das ist ein weites Feld. Wir im Journalismus kämpfen um die Glaubwürdigkeit und da stellt sich natürlich die Frage, können wir durch Offenlegung unseres Handelns, unsere Rechercheergebnisse, der Daten im Fall von Datenjournalismus neue Glaubwürdigkeit beim Leser zurückerobern, die wir in der letzten Zeit eventuell verloren haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema und wir bei Zeit Online finden es sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch unseren Content öffnen und so dem Leser die Möglichkeit geben, aggregiert unser Gesamthandeln nachvollziehen zu können. Rechtsanwalt Oliver Stegmann ist hingegen der Meinung, dass auch Grenzen bei der Transparenz gezogen werden müssen, beispielsweise durch journalistische Richtlinien. Sie können insoweit in Schwierigkeiten gelangen, wenn Sie zu transparent arbeiten in dem Stadium der Recherche, dass Sie durch Transparenz Ihre Informanten, Ihre Quellen offenlegen. Und das ist vielleicht weniger ein rechtliches Problem, weil es per se oder streng genommen keinen Informantenschutz gibt nach rechtlichen Vorschriften, aber sie bringen sich in berufsethische Probleme durch Verstoß gegen den Pressekodex und sie bringen sich in ein rein praktisches Problem, dass sie nämlich nie mehr an Informationen gelangen, an die sie unter oder mit bestehendem Quellenschutz gelangt wären. Die Arbeit der Journalisten und Redaktionen für den Rezipienten nachvollziehbar und glaubwürdig machen. Das bietet journalistische Transparenz. Gleichzeitig ermöglicht sie die Interaktion zwischen Lesern und Journalisten. Die große Herausforderung ist es jedoch, weiterhin Quellen- und Informantenschutz zu gewährleisten und Redaktionsgeheimnisse zu wahren. Die Hintergrundinformationen zu vielen Beiträgen findet ihr übrigens auch online. Dort können die Hintergründe und Quellen nochmals nachvollzogen und eingesehen werden. Wenn ihr übrigens regelmäßig von irgendwelchen Produkten verfolgt werdet, die ihr online schon mal andererorts gesehen habt, dann solltet ihr in unserer nächsten Folge einschalten. Es wird nämlich um personalisierte Werbung im Internet gehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.